Wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und seit Mai 2019 reisen wir mit unserem Campervan durch die Welt. Den Sommer über waren wir auf der Iberischen Halbinsel unterwegs und absolut fasziniert sowohl von der atemberaubenden Küste als auch von malerischen Zielen im Inland. Seit 2 Monaten touren wir nun durch Portugal. Wir haben uns unter anderem die sehenswerte Hafenstadt Porto und die farbenfrohen Paläste von Sintra angeschaut. Vor allem haben wir aber viel Zeit an faszinierenden Traumstränden und paradiesischen Buchten verbracht, an einsamen, abgelegenen Küstenabschnitten die Meeresluft genossen, von steilen Klippen auf die Fluten des Atlantik geschaut und von unserem Camper aus magische Sonnenuntergänge erlebt. In der letzten Woche haben wir unsere ersten Tage an der Algarve verbracht und hatten dabei leider nicht nur positive Begegnungen. Im heutigen Video gehen wir am Strand spazieren, genießen leckeres Essen, checken mal wieder einen Campingplatz aus, sind traurig über eine fehlende Bratwurst, bestaunen einen tollen Sonnenuntergang, besuchen einen ganz besonderen Ort, vermissen unsere Badesachen und vieles mehr. Kommt mit! Guten Morgen und hallo aus Portugal. Wir sind hier an der Algarve, auch wenn es vielleicht nicht ganz danach aussehen mag. Kein Meer, keine Traumstrände, keine malerischen Klippen in Sichtweite. Aber das liegt daran, weil wir hier ein kleines bisschen im Inland sind, so knapp 10 Fahrminuten von der Küste entfernt und vor allem damit außerhalb des Naturparks, denn in dem wäre Freistehen verboten. Und nachdem wir in unserem Video aus der letzten Woche ja etwas Ärger mit der Polizei hatten, unberechtigterweise möchte ich ergänzen, wollten wir für die anschließenden Nächte sicher gehen, auf jeden Fall nichts falsch zu machen. Das hat sich bewährt. Wir hatten jetzt hier 2 sehr ruhige, angenehme Nächte in diesem Wald-Eukalyptus-Plantage. Jetzt juckt es uns aber in den Fingern. Wir wollen zurück zur Küste. Wir wollen die Algarve erkunden. Also auf geht's. Ja, der Weg hoch war schon ein bisschen steil, das muss man sagen. Machbar, ja, aber schon ein bisschen steil. Ja. Erster Strand, Praia de Amoreira heißt er, glaube ich. Wir sind jetzt hier als erstes von Norden rangefahren, fahren aber gleich auch noch mal um diese Flussmündung rum und dann von der anderen Seite ran, denn da soll es ein paar schöne Wege an der Küste entlang geben. Schauen wir mal. Lego. Lego. Hier darf man jetzt nicht ganz bis zum Strand fahren, aber ja, so 400 Meter vorm Strand wurde dieser große Parkplatz angelegt für Wohnmobile dann. Das ist dann ja auch in Ordnung. Thank you.
Ja, hier auf der anderen Seite des Strandes sieht die Sache jetzt dann doch schon anders aus. Wir kommen nicht zu dem Parkplatz, den wir markiert hatten, den wir auf Park4Night als Parkplatz wirklich gefunden hatten. Durchfahrt verboten für Wohnmobile. Jetzt sind es 700 Meter bis zum Strand. Da werden wir ein bisschen mehr laufen müssen. Aber wir stehen hier auch so direkt an der Küste. Es ist also ein sehr schöner Spaziergang. Nur ist es ganz schön windig heute. Ja. Das merkt man dann auch an den Wellen. Das ist eine ordentliche Brandung. Ja, das wäre eigentlich eine hervorragende Location für einen Mittagssnack, aber wir haben uns gerade mal die Bewertungen auf Google durchgelesen und die sind so unfassbar schlecht, also wirklich von extrem unfreundlicher Bedienung bis hin zu ungenießbarem Essen und Lebensmittelvergiftung. Ja. Also ja, wir haben uns mal dagegen entschieden jetzt. Ja, und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass in gut 2 Stunden schon die Sonne untergeht. Ich weiß auch nicht, wo die Zeit geblieben ist. Aber der Campingplatz, auf dem wir heute Nacht übernachten wollen und bei dem wir noch nicht gebucht haben, der ist ja so 50 Minuten noch von hier entfernt. Und wir würden gerne den Sonnenuntergang am Strand verbringen. Das heißt, wir werden jetzt einmal runterfahren, schnell zum Campingplatz, uns da einbuchen, gucken, dass wir noch einen Platz bekommen. Und ja, dann fahren wir zum nächstbesten Strand für den Sonnenuntergang. Vorher machen wir aber noch eine ganz kurze Pause, um euch über eine tolle Aktion zu informieren. Erinnert ihr euch noch an diese Aufnahme? Die haben wir im Sommer an einem Stellplatz in den französischen Alpen gefilmt. Dafür haben wir eine 360-Grad-Kamera auf einen 3 Meter langen Selfie-Stick gesteckt und haben sie einmal quer durchs Auto geführt. Das hat diesen coolen Shot ergeben, der so ein bisschen aussieht wie ein Drohnenflug, nur dass man hier im Nachhinein noch entscheiden kann, in welche Richtung die Kamera quasi gucken soll. Die Aufnahme haben wir mit dieser kleinen Kamera hier gemacht, mit der Insta360 One RS und mit dem 360-Grad-Modul. Das ist die gleiche Kamera, mit der wir auch all unsere Fahrszenen vorne durch die Windschutzscheibe filmen. Dann nicht mit dem 360-Grad-Modul, sondern mit dem 4K-Weitwinkel-Modul, das wir auch nutzen, wenn wir uns selbst filmen wollen, während wir ja vorne auf den Fahrersitzen sitzen, weil es eben in 4K filmt und so weitwinklig ist. Die Kamera ist wahnsinnig vielseitig, weil sie modular aufgebaut ist und man eben die Objektive tauschen kann. So kann man mit wenigen Handgriffen aus einer Actioncam mit einer hervorragenden Stabilisierung eine 360-Grad-Kamera machen, die alles um sie herum filmt und dabei sogar den Selfie-Stick unsichtbar machen kann. Wie das genau funktioniert, das haben wir schon mal in einem anderen Video erklärt, in dem wir die Kamera ausführlich vorgestellt haben. Das verlinken wir euch hier oben in der Ecke und auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Genauso wie unser Video zur X3, zur neuesten eigenständigen 360-Grad-Kamera von Insta360. Warum erzählen wir euch das Ganze?
Insta360 hat am Freitag eine große Sale-Aktion gestartet. Mit Blick auf den Black Friday und Cyber Monday könnt ihr da riesig sparen. Die One S ist zum Beispiel 60 Euro günstiger. Und wenn ihr über unseren Link unten in der Videobeschreibung bestellt, gibt es auch noch ein Geschenk gratis obendrauf. Bei der One S ist das aktuell eine zusätzliche Akkubasis, super sinnvoll. Wenn ihr also gerade auf der Suche nach einer neuen Actioncam oder auch ja, nach einer 360-Grad-Kamera seid, dann schaut euch das mal an. Und jetzt zurück zum Video, zurück zu einer Fahrszene, die mit der One S gefilmt wurde. So, wir haben noch einen Platz bekommen. Der ist, glaube ich, nur so zu einem Drittel voll, aber man weiß es vorher ja nie. Wir stehen hier auf dem Orbitour in Zagreb, auf dem Campingplatz. Den stellen wir euch auch ja, dann morgen ganz in Ruhe vor. Aber jetzt fahren wir erstmal fix zum Strand. Yep. Da sind wir am Aussichtspunkt des Praia da Cordoama. Und jetzt genießen wir den Sonnenuntergang. Guten Morgen vom Campingplatz in Zagreb, beziehungsweise ein kleines bisschen außerhalb des Ortes hier in der Nähe des südwestlichsten Punktes Portugals. Wir haben uns heute Morgen beim Kaffee überlegt, dass wir jetzt erstmal nicht wieder zurück in den Norden fahren, um uns die 3-4 Strände anzuschauen, die wir gestern übersprungen haben, sondern dass wir jetzt erstmal die Region hier rund um Zagreb ein bisschen erkunden. Dafür schnappen wir uns unsere Fahrräder, denn das bietet sich an. Und während ich die vom Heckträger hole, erzählt euch Tina jetzt ein bisschen was zum Campingplatz hier. Der Park de Campismo Orbitur Zagreb ist der einzige Campingplatz in Zagreb und nicht nur deswegen eine gute Wahl, wie wir finden. Er ist eher einfach gehalten, hat aber doch alles, was man braucht. Die meisten Stellplätze befinden sich unter Bäumen im Schatten, aber auch ein paar sonnige Plätze lassen sich bei Bedarf finden. Es herrscht freie Platzwahl und nicht überall ist ein Stromanschluss zu erreichen. Wer Strom braucht, stellt sich am besten auf die Parzellen am äußeren Rand des Campingplatzes. Für den Anschluss werden 4,30 Euro pro Tag fällig. Die Sanitäranlagen sind in gutem Zustand und wir haben sie als recht sauber wahrgenommen. Die Waschmaschinen sind allerdings schon ganz schön in die Jahre gekommen. Wer mit Hund oder Surfboard reist, dürfte sich über die speziellen Waschboxen freuen. Und im Sommer scheint es hier ein richtiges Surfcamp zu geben. Ein schnelles WLAN ist vorhanden, allerdings nur im südlichen Drittel des Platzes zu empfangen. Dort gibt es auch ein Restaurant, das bei Google sehr gut bewertet ist, das wir aber selbst noch nicht ausprobiert haben. Der Campingplatz liegt etwas außerhalb der Stadt, aber mit dem Fahrrad ist man innerhalb von 5 bis 10 Minuten an schönen Stränden oder im Ortszentrum. Und auch als Basis für ein paar Tagesausflüge rund um die südwestliche Algarve eignet sich der Platz sehr. Wir würden jederzeit für ein paar Tage wiederkommen. Unser erster Stopp ist das Cabo de São Vicente, der südwestlichste Punkt Portugals und damit auch der südwestlichste Punkt Festland Europas. Es ist nicht der westlichste Punkt Europas, der ist am Cabo da Roca, da waren wir vor ein paar Wochen. Ja. Hier haben wir jetzt gerade ein kleines bisschen Pech, Doppelpech, denn einerseits der Leuchtturm ist leider ja, wieder renoviert und ist eingepackt in so ein Gerüst. Man kann ihn sich also leider nicht anschauen.
obwohl er sehr schön sein soll. Und ich glaube, einer der stärksten in ganz Europa, 60 Kilometer weit, soll das Licht leuchten können. Mhm. Zweites Pech, die letzte Bratwurst vor Amerika, die man hier eigentlich erwerben und genießen kann, der Verkaufsstand hat über die Wintermonate leider geschlossen. Das heißt, ja, den Snack, der bleibt uns verwehrt. Ja. Aber dafür haben wir auch riesiges Glück, nämlich das Wetter. Das ist absolut überragend. Keine Wolke am Himmel, 20, 22 Grad, ich weiß gar nicht. Es fühlt sich deutlich wärmer an nochmal, weil die Sonne eine richtige Kraft hat. Das ist sehr, sehr schön und deswegen ist unsere Stimmung hoch. Ja, ist das nicht ein wunderschöner Leuchtturm? Um da an der Klippe auf der Höhe fischen zu gehen, muss man ganz schön mutig sein. Jo. Wir haben jetzt leider gar keine Strandsachen dabei, weil wir ja heute im Explorer-Modus sind. Aber ich glaube, morgen legen wir hier mal einen Strandtag ein. Ja, da bin ich auch dafür. Wie so ein Zirkuspferd, ey. So, wir haben jetzt gerade sehr lecker gegessen und einen Kaffee getrunken in einem Garten. Mir ist gerade aufgefallen, wir haben vergessen, den Garten zu filmen. Ja, das stimmt. Aber es war sehr, sehr schön. Ja, voll. Und jetzt gehen wir hier noch ein bisschen in Zagreb spazieren. Die Stadt ist ehrlicherweise nicht so wirklich dafür bekannt, schön zu sein. Die Leute kommen hierher, um zu surfen, hauptsächlich. Aber ja, wir gehen mal ein bisschen spazieren und tingeln von Strand zu Strand. Mhm. Also hier steppt jetzt wirklich nicht der Bär. Nee. Aber es ist ein sehr schöner Spaziergang hier. Ja, das stimmt.
So, wir sind jetzt noch ein gutes Stündchen durch Zagreb gelaufen und ja, es hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Zagreb wäre jetzt nicht die erste Stadt, die ich unbedingt hier besuchen müsste. Nicht so super ansehnlich, aber die Strände drumherum, die sind natürlich absolut eine Reise wert. Mhm. Und ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Strände, die wir noch vor uns haben, die nördlich von hier liegen. Wir bleiben auch auf jeden Fall noch 2-3 Tage hier und schauen uns ein paar Strände an. Morgen machen wir ja, vielleicht mal tatsächlich so einen richtigen Strandtag. Ja, außerdem müssen wir morgen unsere Gasflasche auffüllen. Die ist nämlich gestern Abend leer gegangen. Ja. Und unser Ladebooster sollte ankommen. Ja. Das ist aber alles Thema dann vom nächsten Video. Dieses beenden wir jetzt hier. Ja. Das ist vielleicht ein kleines bisschen kürzer als unsere Videos normalerweise. Weiß ich nicht. Vielleicht fühlt sich das auch nur so an. Ja. Aber selbst wenn, wäre das jetzt auch okay. Sage ich einfach mal. Ja. Freut uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns ein bisschen die Westallgäu zu erkunden. Ja. Wir schicken euch ein bisschen Sonnenschein nach Deutschland. Ja. Viele liebe Grüße aus Portugal und bis zum nächsten Mal. Da ist ein kleines! Ja. Da hinten! Ja. Also das Kleine könnte ausbringen, wenn es will. Ja. Geh weiter! Geh weiter! Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, dann fliegen deine Sorgen über Bord. Tapsi, 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 tapsi. Ich bin ein kleines Teletapi. Brandung! Brandung! Eine Brandung!